Servus Leute bei Basti Zweiter Kanal. Ich begrüße euch heute bei Teil 3 bei Erkunde die Fränkische Schweiz. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir haben ja beim letzten Mal beim Sägewerk aufgehört. Das bedeutet, beim Sägewerk geht's jetzt weiter. Heute geht's nach Pegnitz und wir fahren heute auch nach Pegnitz und ihr seid auf jeden Fall dabei. Es gibt keinen nächsten Teil mehr. Strecke ist auch immer schöner und ich werde auch gerade richtig warm beim Fahren. Ich werd richtig warm langsam, weil ich alles an einem Tag diese drei Teile gedreht habe. Und ist halt mal so richtig geil hier. Und der steht einfach mal da drüben. Jetzt entweder will der rüber oder der macht Stunk. So, Radfahrer hier drüben. Vor mir meine ich. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Hier sind wieder 50, okay. So, schauen wir mal, ob die grüßen wollen. Nein, die grüßen auch nicht. Hey, fickt euch! Mann! Ey, was ist hier? Sollen wir da mal hinschauen? Sollen wir uns die Zeit nehmen? Wir könnten doch uns da kurz die Zeit nehmen, oder? Wir schauen jetzt mal kurz hin. Wir schauen mal kurz dahin, was da war. Wir drehen mal kurz. Das gehört jetzt heute einfach zu der Tour dazu. Ich hoffe, es ist okay für euch. Weil es irgendwie, also entweder ist es irgendwie so ein Erfahrungsfeld der Sinne. Und wir gucken jetzt da einfach mal kurz hin. Ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen. Ich steige jetzt aber nicht ab. Da geht irgendwie ein Weg hoch. Ah, guck mal. Jetzt mache ich mal schnell den Motor aus. Schaut mal. Okay. Das ist... Boah, wenn das Zelt und alles nicht wäre, ne? Guckt euch mal die Felsen an, was das für ein mega Hintergrund gewesen wäre für ein Bild fürs Intro. Och Mensch, schade. Auf jeden Fall weiß ich jetzt mal, wie es hierher geht. Und hier muss ich auf jeden Fall vielleicht mal mit meiner Familie herkommen. Und damit das denen mal zeigen. Genau. Naja, aber dann fahren wir weiter, Leute, weil Motorradluft an und warte. Jetzt sind es, ja gut, es sind erst 15 Grad, es ist wieder abgekühlt. Es war nur vorhin, weil die Tri-City in der Sonne stand. So, aber jetzt geht es weiter zu Pegnitz. Wo sind wir jetzt hier? Ober-Drubach fahren wir durch, Kreis Forchheim ist es, genau. Und da oben, ich habe gedacht, das ist ein Weg da oben. Ist es aber nicht. So, und weil ich habe mir nämlich gedacht, drei Teile reichen erst einmal für Erkunden. Wir erkunden die Fränkische Schweiz. Und von Pegnitz fahre ich dann schön gemütlich alleine zurück und genieße es dann ohne die Kamera am Helm, weil die zieht immer so rechts runter. Da ist die Rentnergang, die ist auch da. Und ich weiß gar nicht, war ich hier schon mal? Ich glaube nicht. Zumindest nicht mit der Maschine. Ah, guck mal, Nürnberg 42 Kilometer. Also ich könnte jetzt auch von hier nach Nürnberg sind es 42 Kilometer bloß. Hä? Ich habe gedacht, hier geht's nach Pegnitz. Egal, wir fahren jetzt einfach mal drauf zu. Jetzt geht es erst einmal schön weiter nach oben. Das sind bestimmt geile Aufnahmen. Ich freue mich echt schon, wenn ich das alles schneide. Ha. So, Bergstraße, die wollen wir nicht, aber können wir irgendwann einmal erkunden. So, hier sind jetzt endlich die 50 aufgehoben. Jetzt können wir mal wieder ein bisschen fahren. Und ich glaube, es schaut nach einer sehr schönen, sauberen, glatten Straße hier aus. Und ich habe auch das, glaube ich, langsam das Gefühl, ich weiß, wo wir rauskommen. Aber... wir wollen ja trotzdem nach Pegnitz und das habe ich ja gesagt, dass das jetzt der Teil ist. Ich hoffe jetzt einfach nur nicht, dass ich falsch abgebogen bin irgendwo. Ansonsten gibt es doch einen Teil 4. Boah, nee, habt ihr das gesehen? Da rechts. Scheiße, ich habe vorhin die Scheibe geputzt. Und jetzt ist da so eine fette Fliege dagegen geknallt, ey. Fuck. Toll. Aber auf jeden Fall auch mal wieder hier oben eine richtig schöne Straße. Macht Spaß zu fahren. Wir haben zwar noch nicht das Grün, was mir endlich auf uns, also wo wir uns jetzt endlich freuen. Aber das wird schon auch noch kommen.
Und genau. Boah. Ja, ganz schön windig jetzt wieder hier oben. Der Wind war jetzt die ganze Zeit richtig weg. Jetzt muss ich bloß mal kurz gucken, wo geht es jetzt nach Pegnitz? Also Pegnitz wäre links, Nürnberg wäre... Okay, ja, wir haben ja gesagt, wir fahren jetzt nochmal kurz nach Pegnitz. So, das habe ich ja versprochen, weil wir da noch nicht waren. Ach so, und das ist die Strecke dann nach Nürnberg. Ja, okay, gut, da sind wir hergekommen vorhin. Pegnitz sind noch 16 Kilometer, okay, das passt. Das heißt, das könnte jetzt dann auch die Strecke sein, wo wir, wo ich letztens hier den Umweg gefahren bin. Also ich musste letztens eine Umleitung fahren, weil irgendwie wieder in Pottenstein irgendwas, also davor irgendwie Baustelle war und da ist man nicht durchgekommen. Und deswegen bin ich da gefahren. Es war echt auch wunderschön, ehrlich. Es war wirklich schön. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, aber wisst ihr, was jetzt komisch ist? Das ist jetzt die Strecke nach Pottenstein. Okay, ja gut, okay, dann. Okay, das Stück kennen wir. Das könnte ich jetzt eventuell auch schneiden. Das schaue ich jetzt mal, wie ich da mich entscheide. Dann fahren wir das jetzt schnell. Oben kommt dann eh, wo man abbiegen muss. Ja, und ich würde auch sagen, obwohl, wir bleiben jetzt einfach dran, scheiß drauf. Obwohl, nee, ich würde sagen, bis gleich. So Leute, 14 Kilometer noch nach Pegnitz. Jetzt links wäre es nach Pottenstein gewesen. Jetzt sind wir wieder da, jetzt sind wir da, jetzt sind wir da. Und jetzt kommt es auf jeden Fall die neue Strecke, wo wir auch noch nicht kennen auf meinem Kanal, Richtung Pegnitz. Und da geht es auch nach Bayreuth. Ich glaube, ich habe mal was gefilmt von Bayreuth, aber nicht die Strecke hier. Und die ist eigentlich ganz cool zu fahren. Und hier stinkt's, Alter. Boah, das ist keine, das ist nicht ein normaler Düngerschiss, sondern das ist irgendwas anderes gerade in der Luft. Oh, ich habe auch noch nichts Schlechtes gegessen heute, ey. Ich habe auch nicht gerülpst, ja, im Helm. Also nur mal das, um klarzustellen, falls jemand hier sagt, ne. Aber ich habe ja vernünftige Abonnenten. Wir sind ja kein Kinderhaufen. Also ich muss echt sagen, ich bin noch nie so lange in der fränkischen Schweiz rumgekurvt, so just for fun, wie heute. Ja, und es macht extrem Spaß heute einfach. Es ist richtig schön heute, Leute. Es ist echt schön. Es macht richtig Spaß alles. Und das ist die Hauptsache. Ich hoffe, ihr könnt mich noch alle gut hören, weil es, der Wind patscht gerade von links mir ins Gesicht, aber ohne Ende. Und so richtig anstrengend, weil ich muss echt den Nacken gegenhalten jetzt gerade. Auch die Kurven merke ich gerade total. Oh, Alter! Da muss ich jetzt aber schon ein wenig drücken. Ja, Spritverbrauch eigentlich heute ist auch eigentlich echt gut. Ein Strich bis jetzt verloren, jetzt bei nach knapp 100 Kilometer. Wir können ja mal schon schauen. 103,1 Kilometer, ein Strich weg. Gut, ich fahre heute aber auch ein wenig sanfter. Ich gebe nicht die ganze Zeit Vollgas beim Losfahren. Ich glaube, dass man da ganz schön was merkt. Oh, und die Leute, ey, die liegt so toll in den Kurven. Ne? Man hat ich weiß nicht, wie das bei euren Dreirädern ist, aber habt ihr das Gefühl, manchmal in den Kurven, dass irgendwie sich das zweite Rad irgendwie mit anhebt? Also bei der Yamaha überhaupt nicht. Irgendwie. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange wir noch fahren müssen, weil ich nicht auf den Tacho geguckt habe, also auf die Kilometeranzeige. Aber es dürfte nicht mehr ganz so lang nach Pegnitz sein. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir auf jeden Fall in Weidensees. Ach, ist ja ganz schön. Boah, seht ihr das? Also, falls das irgendein Polizist mal hier sehen sollte, Entschuldigung. Das ist keine Absicht. Ich halte mich an meine Geschwindigkeitsvorgaben, was die Schilder sagen, und es ist Fakt. Aber manchmal, wenn man viel guckt und auf Schilder achten muss, dann sieht man manchmal das Ortsschild nicht mehr. Ich bin da der Letzte. Oder ich reg mich da auch immer von anderen auf, aber ist jetzt egal. So, wir müssen auf jeden Fall geradeaus weiter. Links wäre es nach Bayreuth gegangen, aber wir wollen ja nach Pegnitz. Das heißt, wir fahren geradeaus weiter.
Lasst mal kurz schauen, wie schaut es hier aus? Petzenhöhl, genau, wir fahren weiter, Pegnitz noch 10 Kilometer. Bin echt gespannt, was Pegnitz so, wie es in Pegnitz ist. Also wie gesagt, ich war noch nie in Pegnitz. Und 10 Kilometer dürfte jetzt nicht mehr lange dauern, dann sind wir da. Man merkt auch jetzt, wenn ich ehrlich bin, wenn man jetzt in die Richtung fährt, dass auch so ein bisschen das Gelände alles flacher wird wieder. Also ne, es ist wunderschön. Schaut mal hier, diese Baumallee, wären sie halt schon grün. Aber es ist wunderschön hier zu fahren. Also es spricht nichts dagegen. Einzigste, was gerade ein bisschen blöd ist, dass die Sonne gerade weggegangen ist. Huch, finde ich ein bisschen schade. Aber ja, halb so schlimm. So, schauen wir mal, wo fahren wir jetzt wieder durch? Da haben wir wieder unseren schönen Froschzaun, da haben sie aber keine 50 gemacht. Da sind die Raben, die fressen die Frösche wahrscheinlich schon vorher auf. Jetzt passt auf, jetzt kommt der Hit. Wenn ich jetzt nach Pegnitz fahre, ist es wahrscheinlich bloß so ein ganz kleines Dorf. Oh, das wäre scheiße. Oh, und hier wird schon wieder kälter, ey. Was ist das für ein Scheiß, Mensch? Kirchenbürg, Türkenbürg. So. Schauen wir mal, ob der noch wartet, bis ich komme, oder ob er rauszieht. Der wartet. Der ist sich nicht sicher. Ja. Okay. Also, wenn jetzt die Herr Wolke da oben am Himmel sich mal entscheiden würde, mal wieder von dannen zu ziehen und uns die schöne Sonne wieder herbeizuzaubern, dann wäre ich sehr froh und dankbar dafür. Ich arbeite immerhin in der Kirche. Pegnitz sagt Stopp zur Monsterstraße. Monsterstraße? Oder habe ich mich jetzt gerade bloß verlesen? Ja, es kann sein. So. Oh, das schaut natürlich auch links schön aus, ne? Wenn da die Bäume so mit der Sonne bestrahlt werden und der Rest ist alles voller Schatten. Finde ich auch cool sowas. Aber man merkt es trotzdem, diese 14 Grad, ist es schon noch echt kalt, ey. Wenn man da mit 100 fährt. Ich habe auch nur ein kurzes T-Shirt unter der Motorradjacke an. Und deswegen, so, jetzt kommt dann Weiden und danach kommt Pegnitz. Genau. Also dürfte jetzt auch gar nicht mehr lang sein. Und ich glaube, ich bin da mal dann links gefahren. Und da ging es dann über Pottenstein. Schaut mal, das sind von hier dann nur 8 Kilometer. Da könnte ich dann so zurückfahren. Dann habe ich meine schöne alte Strecke. Ja, hier ist auch echt ein bisschen mehr Verkehr, wie ich sehe. Ja, aber trotzdem, es hält sich echt in Grenzen heute. Oh, und da rechts haben wir schon wieder ein Kreuz, Mensch, ey. Ich kann das immer nicht sehen. Ich habe heute schon mehrere gesehen. Also entweder sind die neu dazugekommen oder sie sind schon länger da und sie sind mir einfach nicht aufgefallen. Also die Straße kann man echt geil fahren. Ah, da hinten ist die Autobahn, wo ich auch fahren könnte Richtung Nürnberg. Aber da muss ich mir jetzt mal überlegen, ob ich dann vielleicht bei der Autobahn zurückfahren soll und einfach mal wieder ausprobieren soll. Top Speed. Mensch, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe, Leute. Ich wollte halt mal ein GPS-Messer mitnehmen und mal richtig gucken, wie die Geschwindigkeit wirklich ist bei Vollgas. Aber gut, das schaue ich dann mal. Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz, wie viel ich erzählen soll, weil ich werde gerade ein bisschen müde. Wie gesagt, ich habe ja alle drei Teile an dem gleichen Tag gedreht, was gar nicht schlimm ist. Und ich bin auch stolz darauf, dass ich das heute durchgezogen habe, dass ich einfach mal ein paar Videos ich wollte halt einfach mal ein paar Videos vorproduzieren. Dass ich
Weil dann kann ich mal die nächsten Wochenenden auch mal wieder für mich fahren. Ist auch schön. Und ich glaube, Leute, ehrlich, ich weiß nicht, aber ich glaube, da kommt noch ein Teil 4. Ich glaube, sonst wird es wieder zu lange. Das muss ich mir jetzt gerade echt überlegen. Und für euch bleibt spannend, wenn wir mal ehrlich sind. Es bleibt halt dann spannend. Also entweder gefällt es euch oder es gefällt euch nicht. Ich weiß es nicht, das könnt ihr mir ja dann schreiben. Ich bin nicht böse, wenn es euch jetzt nicht unbedingt gefällt, aber ich würde sagen, wir machen Teil 4. Ja, und den machen wir, ich würde sagen, ja, irgendwo, wo ich halten kann. Verdammt, und ich kann hier nicht halten, glaube ich. Zumindest, ich sehe nichts. Und ich will nicht auf dem Schotter anhalten, weil der ist so abschüssig. Aber ich muss jetzt irgendwie anhalten, weil sonst kann ich das scheiß Video nicht beenden. So. Aber was heißt scheiß Video? Ist ja kein scheiß Video. Ho, ho, ho. So, Leute. Doch, Teil 4. Sorry. Also, ich wünsche euch was. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Und schaltet wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt, bei Bastis 200 Kanal. Und tschüss.